Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Manchmal bringt man auch was mit aus dem Urlaub und manchmal darf man das eigentlich gar nicht im Koffer haben. Und da frage ich heute mal ganz genau nach, und zwar bei Martina Stumpf. Und die kommt vom Zoll in Nürnberg, von der Pressestelle. Und ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich habe mir gedacht, das ist mal eine ganz interessante Geschichte. Und frage einfach mal nach, Martina, was gibt es denn da so zu berücksichtigen, wenn man eine Reise tut und am Land, wo man sich dann aufhält, bevor man nach Hause fliegt, noch ein bisschen was einpackt, zum Beispiel ein paar Muscheln, ein bisschen Sand, darf man das überall? Oftmals nicht. Also zu berücksichtigen gibt es wirklich ganz, ganz vieles, muss man sagen, inzwischen. Und der beste Tipp ist eigentlich, wenn man auf Reisen geht, Dinge in der Natur anschauen, fotografieren, aber dort lassen, ist eigentlich das Beste, was man inzwischen sagen kann. Vieles ist wirklich verboten, nicht nur bei uns in der Einfuhr, sondern auch in der Ausfuhr inzwischen in vielen Ländern. Auch so vermeintlich harmlose Dinge wie Sand zum Beispiel oder Steine steht in vielen Ländern ganz groß unter Strafe, das mitzunehmen. Deswegen kann man da nur raten, am besten man lässt es. Ja, das ist die eine Sache. Also bei Konkmuscheln weiß ich das zum Beispiel. Ne? In der Karibik, in den Bahamas gibt es die ja zum Beispiel. Da sagt man jetzt, die sind ja schon tot. Nützt auch nichts, ne? Egal. Wenn das Tier oder die Pflanze unter Schutz steht, dann steht es nur noch mal unter Schutz, egal in welchem Zustand man das selber eventuell findet oder ob man es kauft, ob man selber taucht. Ganz einfach auch, weil wir es eben dem Teil auch nicht ansehen können, das ist der erste Grund. Und zum zweiten, weil wir einfach den Markt ja auch tot kriegen wollen. Ja, denn wenn jeder nur was einsammelt, dann ist irgendwann nichts mehr da und dann holt man es vielleicht wirklich aus dem Meer wieder nach. Deswegen ist es grundsätzlich verboten. Und teilweise eben dann auch strafbar und sehr hohe Strafen auch zum Teil, ne? Ja, also zunächst einmal werden solche Waren von uns immer sichergestellt. Die bleiben also dann auch für immer bei uns, eben für solche Zwecke wie hier zum Beispiel oder für Ausbildungszwecke. Und es drohen gegebenenfalls empfindliche Strafen vom Bundesamt für Naturschutz. Kann dann wie hoch sein so eine Strafe, nur mal um was in den Raum zu stellen? Das kann schon bei einer kleineren Koralle pro 100 Euro sein und nach oben sind dann fast keine Grenzen gesetzt. Also bis 10.000 Euro kann das gehen, in ganz krassen Fällen auch Gefängnisstrafe. Ja, genaue Infos gibt es natürlich beim Zoll, da gibt es verschiedene Broschüren und natürlich auch im Internet. Einfach mal vielleicht googeln, draufklicken oder auch anrufen ist natürlich möglich. Und ich sage Dankeschön an die Martina Stumpf. Sehr gerne. Ja, na ja.